Was geht hier über die Links in der Viewporn? Heute gibt es schon wieder einen Guide und dieses Mal geht es um Ashe nach dem 5.9 Rework, Buff, Patch, whatever. Wie auch beim letzten Mal muss ich sagen, dass dies meine Weise ist, Ashe zu spielen und ihr müsst natürlich nicht so spielen, wie ich es tue. Da einiges an Ashes Fähigkeiten verändert wurde, werde ich diese dieses Mal auch wieder erklären. Wenn ihr keine Erklärung braucht, geht einfach zur jetzt eingeblendeten Zeit. Beginnen wir mit Ashes passiver Fähigkeit. Diese war ja vor dem Rework ein einfacher Crit nach einer langen Ladezeit, diese war eher useless. Die jetzige Passive hingegen, die nun Frost Shot heißt, slowt nun die Gegner mit steigender Prozentzahl pro Level für 2 Sekunden. Also ist das einfach nur die alte Q, könnte man denken. Aber es gibt noch mehr. Eure Auto-Attacks kritten nun immer, sobald ihr Stacks auf der Q habt, die ich selbstverständlich noch erklären werde. Das hat einen Nebeneffekt. Wenn ihr nun auf Crit baut, interessiert das Ashe nicht wirklich, denn eure Auto-Attacks ohne Stacks werden trotzdem nicht kritten. Dafür aber steigert sich euer Crit-Schaden pro Crit-Chance. Jetzt kann man wieder denken, oh shit, das ist OP, aber nein. Denn der Standard Ashe Crit Schaden von 200% ist nun auf 110% gesunken. Das heißt, ihr crittet mit Infinity Edge und Phantom Dancer immer noch nicht so gut wie ein normaler ADC mit denselben Items. Aber genug von der Passive, kommen wir zur Q. Ranges Focus. Wie schon gesagt, gibt es hier nun Stacks. Pro getroffenen Gegner, sei es Minion oder Champion, gibt euch ein Stack. Dies geht bis zu 5 Stacks hoch. Was bringen einem jetzt aber die Stacks? Genau, Schaden und Attack Speed. Pro Stack bekommt ihr mehr Attack Speed sowie Schaden. Ebenso schießt ihr bei einer 5-Stack-Aktivierung ein Geschoss aus mehreren Pfeilen. Die W-Fähigkeit ist fast dieselbe geblieben. Volley kostet aber nun weniger Mana, hat im Earlier weniger Cooldown, schießt mehr Pfeile und die einzelnen Pfeile sind nun breiter. Ebenso kann ein Champion nun mehrere Pfeile der W auf einmal abbekommen, aber nehmen nur Schaden vom Erstgetroffenen. So wie Volley ist auch die E-Ash-Hawk-Shot fast dieselbe. Diese hat nun aber eine globale Range und kann bis zu 2-mal aufgeladen werden, vergleichbar mit Vel'Koz W. Die ultimative Fähigkeit Enchanted Crystal Arrow ist ein Skillshot wie der von Ezreal, Jinx oder Draven, aber dieser kann von 1 bis 3,5 Sekunden stunnen, je nach Range. Die Gegner um das getroffene Ziel werden aber nun nur mit der Anzahl an Prozent geslowt wie eure Passive slowed. Kein fester Wert wie davor, was 50% waren. Ebenso skaliert Ashes Ult zu 100% mit AP, also AP Ashe Inc. Leute. Der Link zu LOL Wiki ist wie immer in der Beschreibung bzw. wie das letzte Mal, wobei die Fähigkeit momentan, also am 14.05. noch nicht aktualisiert wurden. Das war's mit der Fähigkeitenerklärung, kommen wir nun zu den Runen und Masteries. Diese unterscheiden sich eigentlich nicht im geringsten zu normalen ADC-Runen sowie Masteries, aber sie sind im Hintergrund nochmals eingeblendet. Das Item-Build, was ich selbst baue, ist nicht wirklich das Normalste. Es erinnert eher an eine Kalista, aber es gelingt sehr gut mit Ashes Q-Stacks, sowie dem passiven Slow. Wie man im Hintergrund sehen kann, gehe ich auf Hurricane sowie Blade of the Ruined King. Blade of the Ruined King ist momentan sowieso ein Muss-Item, meiner Meinung nach, in dieser Meta, da ihr prozentualen Schaden des gegnerischen Lebens macht. Und Hurricane habe ich dabei, dass ich durch die drei Projektile, die man mit einem Auto-Attack schießt, die Q schneller aufladen. Wenn ihr drei Gegner vor euch habt und ihr gebt zwei Auto-Attacks, seid ihr instant auf 5 Stacks. Dann baue ich noch Last Whisper, also letzter Atemzug, Blutdürster und wenn ihr gut dabei seid, Infinity Edge, da es euch gut Damage gibt. So wie Macrit Schaden. Wenn ihr mehr Leben braucht bzw. Tankiness, würde ich euch Banshee's Veil empfehlen oder das neue Black Cleaver. Die skaliert auch gut mit Hurricane, da ihr drei Gegnern gleichzeitig die Rüstung runterhaut. Solltet ihr nicht so auf Hurricane stehen, dann kann ich euch nur das Standard Ash Build empfehlen, was auch noch gut funktionieren kann bzw. tut. Also Infinity Edge, Static oder Phantom Dancer, wobei mittlerweile eher Phantom Dancer wegen dem gleichen Static Nerf. Dann natürlich Boots, Last Whisper, Blutdürster oder bei Attack Speed Bedarf Static oder Phantom Dancer noch dazu und dann Banshees oder GA. Alles in allem ist dieser Guide bzw. dieses Build auf die Q-Stacks ausgelegt, sowie den Slow der Passive. Ich habe es bereits gesagt, aber ich sage es nochmal, wenn euch diese Art Ash zu spielen nicht gefällt, dann ist das okay, denn niemand zwingt euch, meinen Guide zu verfolgen, aber mich würde es trotzdem freuen, wenn der ein oder andere es mal austestet. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann kann er dies in den Kommentaren äußern oder mich einfach zuflamen. Jetzt noch einige Clips mit Ashe und was ich noch erwähnen wollte, es tut mir leid, dass bislang noch kein Video von Ashe gekommen ist mit meinem Build. Das liegt nicht daran, dass es nicht funktioniert, sondern einfach daran, dass ich in letzter Zeit keine wirkliche Lust auf Ashe hatte bzw. immer noch nicht habe, denn er passt momentan nicht wirklich in die Meta. Also, das war's schon mit meinem Guide und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr testet das Ganze einmal aus. Also viel Spaß beim Spielen und haut rein!
feel this.